Willkommen zurück zu einer weiteren spannenden und düsteren Folge House of Ashes. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, schwere Entscheidungen müssen getroffen werden. Aber bedenkt immer, ich spiele das zum allerersten Mal. Alle Entscheidungen kommen aus dem Bauch heraus. Ich weiß nicht, was passiert, aber vielleicht spielen wir es sogar noch ein zweites Mal durch. Mal schauen. Gewinnspiel läuft auch immer noch, einfach nur eine Bewertung dalassen und einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen. Das Spiel gibt es zu gewinnen für die PlayStation, funktioniert auf PlayStation 4 und auf PlayStation 5. Let's go! Gott, sterbe ich deswegen? Aus dem Weg, Rachel. Es ist zu spät, Rach. Wir können sie nicht retten. Das kannst du nicht wissen. Ihr habt's gehört. Und jetzt aus dem Weg. Gott, wenn ich jetzt hier so einen auf, Jason, bitte. Oh Gott, ich glaube, ich versau's gerade voll. Also, ich würde ihren Schuss verpassen. Erlöst die Alte doch. Fuck. Fuck. Das ist eure Schuld. Ins Vorratszelt mit ihr. Sofort. Waffe. Kleiner Rat. Sparen Sie eine Kugel für sie auf. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Oh nein, das Ding ist ja auch noch irgendwie kaputt. Ah fuck, this is not my day. Wir brauchen den Generator. Ohne ihn sind wir blind. Helft mir! Von den Dingern darf keins hier durch! Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Haltet das Tor, ich werfe den Generator an! Clarice? Scheiße, ist die eine von denen? Es ist niemand daheim! Jetzt noch irgendwelche coolen One-Liner. Fuck, das fehlt uns noch. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Und wer ist das jetzt? Ich kann immer noch kämpfen. Nein, kannst du nicht. Na komm, gehen wir. Warum ist jetzt auf einmal in so einem Action-Modus? Du. Eric. Du. Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Sie wollen oh, hier rein. Idiot! Sie wird nicht halten! Verdammt, Eric, verdammt! Das burn sie doch! Aus. Wir bestimmen! Gut reagiert. Mehr habt ihr Wichser nicht drauf. Ach, Scheiße. Sie brechen durch. Die Dinger sind schlimmer als Ratten. Alter, diese gnadenlose Action. Und da hinten dran fucking Vampir-Zombie. Du wertloser Haufen Schrott! What, der läuft? Aber was ist mit dem Leck? Irgendjemand hat doch da irgendwie Sabotage betrieben. Es ist Zeit für den Rückzug! Jemand was dagegen?
Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Checkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Jetzt nicht deine beste Idee, Rage. Komm schon, Babe. Ja, es läuft doch. Let's go. Gib ihn Zucker, Mama. Die Viecher sehen aber schon geil aus. Also ich finde das Design eigentlich ziemlich nice. Oh boy. Also Feuer mögen sie schon mal nicht. Hat die vorne ihre Schneidezähne verloren? Bleibt in der Mitte! Gute alte Opferkammer. Shh. Leise. Glaub, ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Wo ist wohl Salim? Und der Verrückte. Naja, da sind sie. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. ديروا رصاصة في دماغه لو ما سمعش الكلام. هتكون فكرة وحشة. انت مش في مكان تحدثي. Nur ein Mox. Wackes Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Du warst Ahban. Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Sie entscheiden, Colonel. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Nikki. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Ich will nur, dass Salim überlebt. Der ist ohne Scheiß der Beste. Salim ist der Beste. Sie kommen! Wir müssen die Tür öffnen! Warum steht ihr da herum? Helf! Komm schon, Nick, sei kein Idiot! Fuck, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihnen! Ich nehme den Korridor!
Scheiße! Los! Kann den einmal jemand entwaffnen? Meine Fresse. Oder sie frisst ihn einfach. Malhadi! Hyena! Merteke Mossara! Wie ein Enorm in Hyadi! Komm, Clarice! Was ist mit dir? Oh, ist das eine gute Idee? Sicher zu uns. Mehr musst du nicht wissen. Und jetzt ist die Unterhaltung beendet. Wohin wir noch hin? Ihr lasst den Fuchs in den Hühnerstall. Ich sehe so etwas nicht zum ersten Mal. Sie wird sich verwandeln. Oh, ich sag gar nichts mehr dazu. Die Sache ist mir irgendwie... Sie What? Kommt mit uns. Verdammt, What? Sie ist eine von uns. Das ist nicht es. Da war sie bei ihm. Was ist ein Magnon? Was ist ein Magnon? Lass dich nicht beißen, Niki. Lass dich nicht beißen. Ich meine, wenn ich sie töte, kippt vielleicht die ganze Teammoral. Die ist eh schon ziemlich low. Dank Eric. Der so viel Einfühlungsvermögen hat wie eine Kartoffel. Obwohl, die Kartoffel hat mehr. Das war jetzt unfair der Kartoffel gegenüber. Hey Kartoffel, es tut mir leid. Falls du zuhörst, ne? Lass ein Like da. Normale Schneidezähne. Schon mal nicht mutiert, die hier drin gestorben sind. Am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Ja, die hat ihre Clarice. Zähne verloren. Steh auf, Clarice! Hätte es nicht schaffen. Boah. Erlöst sie doch. Erlöst sie doch endlich. Meine Güte. Kann ich einer sagen, okay, einheitlich, mach sie kalt. Verschwindet von hier. Ja. Ja, na toll. Überlebe den Angriff. Ah, Kacke. Here we go again. Oh nein, 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 rettet ihn. Oh fuck, no. Wer ist da? Wer ist da? Shit! Oh, wir wissen, Nick kriegt irgendwie das Genick gebrochen. Schieß, Nick! Das ist doch so ein Voodoo-Priester. Yep, Jesus latschen. Oh fuck, no. Oh fuck, no. Rückzug. Kruzifix. Geht ein Kruzifix? Ich weiß es nicht. Juck den Scheißdreck. Oh no! No, 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 Nick, no! Oh, bitte nicht!
Salim! Du musst Nick retten! Okay, Buffy wirkt hier ein Scheiß! Oh nein, 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 nein. Okay, die wird gerade ausgesaugt. Ah, shit. Tja, Rachel. Wer liegt hier eigentlich rum? Oh Gott, ich verliere alle. Was ist hier los? Plötzlich ist er weg. Was zur Hölle? Hilf ihm! Oh nein, Eric! Ah, shit! Ah, shit! Er ist wieder einer von ihnen, oder? Was mit Eric? Oh mein Gott. Ich kann dich zwar nicht besonders gut leiden, aber ich will nicht, dass du stirbst. Boom! Mother F. Aber der burnt nicht. Er mag es nur nicht. Eric wurde nicht gebissen oder so, ne? Nein, 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 Eric! Ja, ja. Holy shit, Eric ist tot. Ich muss das Spiel definitiv nochmal spielen. Alter, ist das alles eskaliert. Ich hätte sie kalt machen sollen. Ich wusste es die ganze Zeit, aber... Ach, naja. Ist ja wie gesagt mein erster Durchgang. Ich muss das zweimal spielen. Mit besseren Entscheidungen. Alle retten. Okay, wir lebten jetzt noch. Eric tot, Rachel tot. Sag mir, du wurdest nicht gebissen. Ich will nur die retten, die ich mag. Ihn mag ich. Und Salim. Und ein bisschen Nick. Leg dich nie mit einem Marine an. Geht's dir gut, Kumpel? Aber guck mal, die andere wurde nicht gebissen und ist trotzdem mutiert. Okay, ich versuch's. Ich komme in Frieden. Friendship. Beweg dich ja nicht. Komm schon, Friendship. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was, ich bin der mit der Knarre. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dieter. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut.
Alright, alright. Die, die cool sind, leben noch. Ich meine, Rachel haben wir nicht sterben sehen. Vielleicht lebt auch Rachel noch. Das Spiel will unbedingt Eric töten. Es gibt so viele Variationen, wie man Eric töten kann. Ich müsste nochmal spielen und die andere direkt am Anfang Pew weg. Na gut, Freunde, hier ist die Folge aber erstmal rum. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bisschen was konnten wir ja kippen. Wie gesagt, es ist mein erster Durchgang. Ich habe mich da auch nicht gespoilert, mir angeguckt, wie man die Leute rettet oder nicht. Ich will das komplett uneingenommen mit meinen Entscheidungen durchspielen. Und dann kann man ja nochmal einen zweiten machen. Danke fürs Zusehen, Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.